Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Stadium. Im letzten Part haben wir Pyro geschafft und den Schlüssel zur letzten Arena bekommen, nämlich zu Giovannis Arena, und werden auch genau da jetzt machen. Wir werden mit unserem normal registrierten Team wieder da rangehen, in der Hoffnung, dass es einigermaßen so passt. Und werden das dann auf die Probe stellen. So, es beginnt auf jeden Fall mit ziemlich viel Normalzeug. Das heißt, ich nehme auf jeden Fall Kikli mit. Ansonsten Blitzer. Wegen Golbat auf jeden Fall auch. Und ich denke, Lapras. Obwohl, nein, das sind Normal-Pokémon. Warum nicht? Da will ich dann nicht Gengar mitnehmen. Also nehme ich Gengar mit, Lapras und Kikli. Machen wir es so. Und nochmal, dass das so klappt. So, er beginnt mit Kangama. Was an sich nicht schlecht ist, denn das ist auf jeden Fall schon mal ein recht praktischer Start. Okay, Body Slam. Er ist schneller als ich. Das ist natürlich schon mal nervig. Hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich dann eher zur Konter gegriffen. Denn der Konter hätte wahrscheinlich das Kangama erledigt. So allerdings kann ich jetzt zu Gengar wechseln. Der Trainer wechselt das Pokémon. Denn der Wechsel wäre so oder so gekommen, ob Kikli K.O. ging oder nicht. Also habe ich Kikli sogar noch. Und kann, wer weiß was, mit dem Ding noch machen. Wahrscheinlich nicht viel. Aber vielleicht zumindest ein bisschen. Mal sehen. So, erstmal den Donnerblitz. Volltreffer, weiß ich nicht, ob er nötig wäre. Auf jeden Fall ist Kangama besiegt. Und ich hatte so die leichte Befürchtung, dass das Ding dann Erdbeben einsetzt oder so. So, Parasect. Das könnte nervig werden. Deswegen greife ich direkt mal zur Hypnose. Damit es hoffentlich nicht ganz so nervig wird. Ja, das ist schon mal gut. Und es schläft auch weiter, das ist auch gut. Das heißt, jetzt kommt der Traumfresser. Was ist das? Ein guter Treffer. Wow, das macht fast gar keinen Schaden. Es kann sich immer noch, aber es schläft immerhin weiter. Sie schenken sich wirklich nicht. Das heißt, ich kann weiter mit dem Traumfresser angreifen. Was nun? Und wenigstens etwas an Schaden machen. So, falls er nochmal schläft, sollte es sogar reichen. Es ist aufgewacht. Leider ist das nicht der Fall. Wird immer intensiver. Also probier es einfach nochmal. Was geht ab? Na. So, da kommt die Pilzspore. Das habe ich mir schon fast gedacht. Einschläfern der Pilzsporen. Oh nein, es ist eingeschlafen. Die Pilzspore klappt ja natürlich, wie man weiß, zu 100%. Im Gegensatz zu Hypnose und dem Rest. Und deswegen kommt jetzt erstmal Kikli wieder. Um da mit Stärke anzugreifen. Er greift nämlich zum Wachstum, so das habe ich schon fast gedacht. Beeinflusst der Wechsel das Endergebnis? Das wäre natürlich nicht so toll. Deswegen greife ich jetzt direkt mit der Stärke an. Was passiert jetzt? Und schon hat es sich gelohnt, Kikli aufzuheben. Und das war's. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Trinkfrei für Golbat. So, Golbat. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 3. Ich probiere einfach die Stärke, weil ich brauche jetzt eh nicht mehr wirklich irgendwie was wechseln. Haben wir schon gedacht, dass jetzt ein Flügelschlag kommt? Perfekter Treffer.
Aber naja, mein Gott. So. Welche Pokémon ist nun an der Reihe? Nun kommt Lapras. Denn ich glaube, Lapras sollte mit dem Eisstrahl ganz guten Schaden machen können. Der aktuelle Stand ist 2 gegen 1 Pokémon. Die Luft brennt vor Spannung. Das war ein Konfusstrahl. Es ist verwirrend. Ja, Verwirrung ist natürlich nie schön. Aber der Eisstrahl funktioniert. Eine sehr effektive Attacke. Ein sehr rasanter Kampf. Und viele Eissträhle hält er nicht aus. Falls ich nochmal durchkomme, war es das für ihn. Du kannst allerdings Megasauger. Das ist natürlich auch suboptimal. Allerdings macht das trotzdem nicht allzu viel Schaden, weil... Ja. Golbats Spezialwert ist recht schlecht. Die Verwirrung hört auf. Eisstrahl. Erledigt das Golbat und wir haben den Kampf gewonnen. Schön. Schön, schön, schön. So, der erste Kampf geschafft. Sieht allerdings, was zeitlich das angeht, jetzt zumindest nicht so gut aus wie im letzten Part bei Pyro. Es könnte etwas problematischer werden, das in der Zeit hinzukriegen. So, Elektro, Elektro, Elektro. Blitzer und Gengar kommen mit. Und zu guter Letzt dann noch Nidoking. Ja. Der zweite Trainer dieser Arena sieht schon stärker aus. Hört sich mal wieder nach einem Plan an. So, Kabutops als erstes gleich. Probieren wir gleich den Donnerblitz aus. Ich bin schneller, das ist schon mal sehr gut. Ah, und es macht auch gut Schaden. Oh, Doppelteam. Nee, 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 nee. Lass den Scheiß mal bitte. Den Scheiß lässt du mal bitte bleiben. Also Donnerblitz. Sehr effektiv. Erledigt das Kabutops. Das ist schon mal optimal, dass wir den Scheiß weg haben. Also ist das hier ein Doppelteam. Team. Er geht zu Quappo. Und wenn das auch nur Doppelteam einsetzt, habe ich da überhaupt kein Problem mit, denn der Donnerblitz erledigt ihn. Mit 2 Treffern. Frage nur, ob ich 2-mal treffe. Nach Doppelteam. Mit dem Volltreffer ist es egal, ob ich 2-mal treffe oder nicht nach Doppelteam, denn da reicht ein Treffer. Gut, 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 ich habe nichts gesagt. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Läuft ganz gut. So, ein Ibitak ist sein letztes Pokémon, das habe ich mir schon erwartet. Sonst hätte es nämlich keinen Grund gegeben, da Quappo einzusetzen. Wenn er ein anderes Pokémon gehabt hätte. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Und ja. Oh, er greift direkt zum Borschnabel und ist schneller. Da hat er sogar noch eine Möglichkeit, eins meiner Pokémon zu besiegen. Was habt ihr denn? Interessant, dass er da nicht zum Doppelteam gegriffen hat. Diesmal wäre es sogar einigermaßen sinnvoll gewesen, weil er hätte 2-mal Doppelteam einbringen können. Da wäre die Wahrscheinlichkeit, dass ich treffe, zumindest etwas geringer gewesen. Aber ja, wie gesagt, das ist total vertretbar. Sehr gute Arbeit, Gengar. Den Rest darf dann jetzt Blitzer machen. Wenn es hoffentlich mit dem Donner einfach trifft. Wäre zumindest sehr lobenswert. Okay, Risikotackle, das könnte auch wehtun. Tut auch weh. Tut ihm aber auch selbst weh. Und ich mache einfach einen Doppelkick. Denn ich glaube, es reicht. Und selbst wenn es nicht reicht, naja, mein Gott. Es reicht. So, der Kampf war jetzt dafür ziemlich schnell. Jetzt sind wir sogar wieder fast bei derselben Zeit wie bei Pyro nach dem zweiten Kampf. Gerade so 10 Minuten.
Bam, 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 bam. Dip, dip. Und wir machen weiter. Nun kommt der männliche Trainer. Welcher da kämpfen möchte mit Elektro, Elektro, Elektro und Zapdos. Jo. Eigentlich auch ein Team, was recht gut zu besiegen sein sollte. Mit Blitzer, Gengar. Blitzer, Gengar und. Was nehme ich noch mit? Lapras wäre vielleicht ein bisschen doof. Genauso wie Aquana. Also nehme ich vielleicht Nidoking mit? Ja, ich nehme Nidoking noch mit. Warum nicht? So. Beginnen wir also wieder mit Gengar, Nidoking und das war gerade Aquana. Gengar, Nidoking und Blitzer. So. Probieren es einfach mal, mein Gott. Wenn ich irgendwas da habe, dann muss ich das halt doch anders machen. Mal gucken. So gegen den Toxa ist schon mal ein gutes Matchup. Denn da kann ich den Traumfresser machen. Ein kraftvoller Angriff. Auch wenn Tentoxa interessanterweise schneller ist. Das war eine Schwachstelle. Mir natürlich einen Volltreffer reinhaut, was auch sonst. Hypnose. Der Angriff. Also wir beginnen mit Gengar, Blitzer und Nidoking. Weil... Der Schwachsinn ist, dass er einen Volltreffer macht und ich mit meiner Hypnose natürlich nicht treffe. Da beginne ich den Kampf lieber nochmal neu und kämpfe gegen das Pixie hier. Der ist wahrscheinlich wieder Psychokinese kann. So wie ich mein Glück kenne. Aber zumindest jetzt kommt es erstmal nicht dazu, weil das schläft. Es wacht allerdings auch gleich wieder auf. Ich probiere es deswegen nochmal. Und es schlägt fehl. Und die Psychokinese. So sieht es aus. Genau auf die Schwachstelle. Ein sehr rasanter Kampf. So, und da habe ich gerade irgendwelchen Scheiß gebaut. Einen Moment kurz. Ich wollte nämlich eigentlich einen Speicher... Ich habe außerdem daneben gedrückt und habe den falschen Speicherblock dann ausgewählt. So. Meine Güte, kann ich jetzt mal bitte den Kampf einigermaßen normal starten, mit normalem Glück? Nach diesem Kampf wartet der Arenaleiter. Wir dürfen gespannt sein. So, komm, lass wenigstens die Psychokinese einmal, die Hypnose einmal Hypnose. Funktionieren. Der Angriff zeigt. Weißt du, also, irgendwann... Reicht's mir. Und vorletzte Trainerkampf in dieser Arena beginnt. Nach diesem Kampf wartet der Arenaleiter. Wir dürfen gespannt sein. Irgendwo ist das halt auch doof. Ihr müsst das doch verstehen. Ein kraftvoller Angriff. Also jetzt nicht ihr, euch habe ich das schon mehr als 10-mal erklärt inzwischen. Wie dumm das manchmal hier ist, aber... Mir bleibt ja nichts anderes übrig. So, jetzt schläft das Tentoxa zwar. Aber es greift vor mir an, das heißt, es wird wahrscheinlich aufwachen, wenn ich jetzt den Traumfresser versuche. Nee, es schläft sogar. Das ist immerhin mal positiv. Das heißt, ich kann den Traumfresser benutzen. Krieg einiges an Schaden auf dem Ding. Und greife jetzt mit dem Donnerblitz an. Zur Sicherheit, weil selbst wenn er aufwacht, mache ich damit ordentlich Schaden. Er wacht nicht auf, kriegt deswegen erst recht ordentlich Schaden. Denn dann habe ich noch einen Donnerblitz umsonst. Der Kampf wird immer intensiver. Es ist aufgewacht. So, jetzt aufzuwachen hilft ihm nicht wirklich. Denn dieser Donnerblitz wird ihn jetzt besiegen. Sogar mit einem Volltreffer, naja, von mir aus. Nicht notwendig, aber auch nicht schlecht. Welches Pokémon ist nun an der Reihe?
frei für Pixie. So, jetzt kommt Pixie nochmal. Wird der Pokémon-Typ den Kampf Nichtsdestotrotz greife ich jetzt einfach zum Angriff, weil ich habe eh kein Glück gegen dieses Pixie. Was ist das? Mitten ins Schwarze. Es sei denn, ich mache einen Volltreffer und paralysiere es mit einem Donnerblitz, das, dann sage ich doch, das ist schon glücklich. Sagen wir es so, ich habe mit Hypnose kein Glück gegen das Pixie. Der Donnerblitz allerdings war sehr erfolgreich. Und direkt noch ein Volltreffer, wow. Wie habe ich denn so eine Ehre verdient? Aber die Paralyse hat dafür nicht viel gebracht. Aber ich lebe immerhin noch, wow. Okay. Dann lebe ich noch und kann sogar das Pixie noch erledigen. Ein guter Treffer. Und das war's. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Das heißt, sie hat nur noch ein Pokémon. Ich hoffe mal, das Magneton, das wäre das Einfachste. Ringfrei für Pinsir. Pinsir ist kein Magneton. Noch nicht ganz so einfach. Nichtsdestotrotz sollte ich in der Lage sein, Pinsir zu besiegen. Wow. Gengar, warum paralysierst du? Schaffst du es, die ganzen Viecher zu paralysieren? Diesmal ist er sogar vollständig paralysiert, das heißt, Gengar kann noch einen Angriff raushauen. Macht wieder einen Volltreffer und besiegt das Pinsir sogar. Wow. Gengar hat gerade den Kampf alleine gerockt. Dafür, dass es dreimal so richtig beschissen angefangen hat, war das gerade ziemlich gut. So, allerdings haben wir jetzt nicht mehr allzu viel Zeit. Ah. Schauen wir mal, was er so hat im Team. Wenn es nicht zu ausgeglichen ist, kann ich es vielleicht schaffen. Das allerdings ist doch ziemlich ausgeglichen. Ja, Gengar ist auf jeden Fall wieder hilfreich. Lapras und Aquana wären hilfreich. Ich glaube aber eher Aquana. Und Blitzer dann halt auch noch. Wobei Blitzer jetzt nicht sonderlich mega hilfreich ist. Oder? Nee, weil halt Nidoqueen und Nidoking da sehr gut dagegen sind. Also wahrscheinlich doch noch Lapras. Probieren wir es einfach mal mit denen. Und probieren es einfach mal. Falls es in diesem Kampf nicht klappt, dann nehme ich das halt auf den nächsten Part an. So, es beginnt direkt mit Gengar gegen Gengar. Ah, und er hat Nachtnebel, okay. Damit kann ich leben, Psychokinese wäre um einiges schlimmer gewesen. Nachtnebel braucht er nämlich jetzt noch zwei Angriffe, um mich zu besiegen. Während ich rein theoretisch mit dem Traumfresser eine etwas bessere Möglichkeit habe. Ich werde aber trotzdem mal kurz den Speicherblock nochmal ändern, damit ich mir nicht den Kampf verbaue, sondern ich jedes Mal von neuem starten könnte, vor allem wenn ich hier verliere. Aber noch schläft es. Das heißt, jetzt kommt der Traumfresser. Ein kraftvoller Angriff. Perfekter Treffer. Der sehr stark trifft. Sie schenken sich wirklich nicht. Und wenn ich einen Traumfresser einsetzen müsste, dann müsste er jetzt nochmal schlafen. Tut allerdings nicht. Und deswegen habe ich eh einen Donnerblitz eingesetzt, weil die Wahrscheinlichkeit war eh gering. Und jetzt kommt der Donnerblitz auf ein Lavados, welches natürlich sehr gut ist. Ja, macht trotzdem nicht allzu viel Schaden, aber macht genug Schaden. Zwei Angriffe reichen, bei einem Volltreffer reicht natürlich einer. Und damit haben wir das Lavados schon fast erledigt. Ja, und Fliegen einzusetzen hilft dir jetzt nicht wirklich viel, denke ich. Ja, ich wechsle einfach mal zu Lapras. Der Trainer wechselt das Pokémon.
Weil ich das Gefühl habe, das Lapras brauche ich am wenigsten. Und es hält auf jeden Fall einem Fliegen stand. Ob es dem zweiten stand hält, keine Ahnung. Wir werden sehen. Ich vermute mal nicht, dass er nochmal Fliegen einsetzt, sondern eher Feuersturm. Wie wird sich das eingewechselte Pokémon schlagen? Ah, und ich setze Konfusstrahl aus Versehen ein. Feuerwirbel. Was nun? Oh, die Attacke ging leider daneben. Hättest du mich getroffen, wäre es gar nicht mal so schlecht gewesen. Dann hätte ich nicht zu Gengar wechseln können wieder. Ohne dass du hättest was machen können. Wenn ich dann hätte wieder zu Gengar wechseln gekonnt, dann wäre ich wieder schneller gewesen und das Lavados wäre K.O. So schlägt es jetzt, sei ich einfach selber K.O. Hättest das nicht gemacht, wäre der Blubstrahl gekommen. Läuft gut der Kampf und wir sind erst eine Minute drüber und er hat nur noch sein letztes Pokémon, also... Ja. Scheint doch alles zu klappen hier. So, Snobilikat kann nochmal gefährlich werden. Aber... Ich denke mal jetzt nicht, dass es mega gefährlich wird. Ja, es kann den Donnerblitz, okay. Ja, und es macht einen Volltreffer. Das ist dann natürlich schon doof. Allerdings sollte es trotzdem nicht in der Lage sein, Gengar wirklich... wirklich ernsthaft zu gefährden. Und Lapras macht halt das, was es gerne macht. Einfach mal die Leute einfrieren. Er zieht zurück. Was, wie wir wissen, nicht wirklich sonderlich hilft, denn... sein Snobilikat wird nicht mehr auftauen. Und so bekommt jetzt sein Gengar noch einen Schlag ab. Und selbst wenn es jetzt aufwachen sollte, so geht es, glaube ich, drauf. Insofern ist mir das so ziemlich egal. Es schläft sogar weiter. Der Eisstrahl. Erlegt das Gengar. Und wir haben nur noch ein wehrloses Snobilikat als Gegner. Und können uns so unseren 8. Orden verdienen. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Die Reservebank ist leer. Denn dieses Snobilikat hat keine Chance mehr. Auch interessant, wie es aussieht als Skulptur. Ja, es kann einfach nichts mehr machen. Es ist zur Eisbeule erstarrt. Ein harter Treffer. Ja, ein Treffer. Ich weiß ja echt nicht, wie die Vereisung in der ersten Generation funktioniert hat. Weil ich glaube fast, dass man aus der so gut wie nicht mehr rauskam. Es kann sich immer noch nicht bewegen. Heutzutage in den Generationen hat man wenigstens mal die Möglichkeit, um mal wieder aufzutauen. Wie kommt denn das? Ein guter Treffer. Einfach so jetzt, meine ich. Ohne irgendwie eine Feuerattacke abzubekommen oder so. Auch wenn es geringer ist als beim Schlafen. Aber gut, Lapras, meine Güte, was machst du für einen Scheiß? Ey? Frierst einfach das Snobilikat ein, meine Güte. Dann gegen Giovanni sogar noch ein Perfekt geholt. Und damit auch Vertania City und die letzte Arena geschafft. Und wir haben von ihm den Schlüssel zur letzten Burg erhalten. Und stehen nur noch die Top 4 und der Champion gegenüber. Dann haben wir dieses Projekt endlich geschafft. So gut wie. Dann haben wir es geschafft und Mewtwo freigeschaltet. Das stärkste Mewtwo, das es hier gibt, wohlgemerkt. Und das wird nochmal ein richtig heftiger Kampf. Aber, so gesehen, trennen uns von Mewtwo jetzt nur 5 Gegner. Das ging jetzt doch recht schnell. Hätte ich nicht erwartet. Aber ich bin auch froh drüber, denn dieses Projekt kostet mich schon ganz schön die Nerven. Aber bald haben wir es geschafft. Das Ziel ist in greifbarer Nähe. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn es gegen die Top 4 losgeht. Bis dann!